Vor einer Woche, ziemlich genau, haben Sie noch Ihrem Kollegen, dem Gesundheitsminister, ausgerichtet, er würde Chaos mitten in der Krise schaffen durch nicht abgesprochene Vorschläge. Damals ging es noch um die Möglichkeit der Einschränkung für Geimpfte mit nächtlichen Ausgangssperren. Mittlerweile ist sehr viel mehr, nämlich dieser gesamte Lockdown für alle. Wie sehen Sie Ihren Ministerkollegen Mückstein nach diesen Diskussionen und heute? Schauen Sie, ich habe damals sehr klar gesagt, und das ist auch heute noch meine Sicht, dass mir natürlich als Wirtschaftsministerin regionale Maßnahmen ja, mehr zugesagt hätten. Ein Unternehmen, das im Burgenland ist nicht zu vergleichen mit einem Unternehmen, das in Salzburg ist. Nichtsdestotrotz gibt es jetzt diese einheitliche Vorgehensweise, die auch von den Landeshauptleuten, auch vom Landeshauptmann von Vorarlberg entsprechend mitgetragen wird. Und ich stehe jetzt auch hinter dieser Vereinbarung. Jetzt muss man aber auch das Beste daraus machen, indem wir die Unternehmen unterstützen, ihnen durch diese Krise helfen. Die Wirtschaftshilfen haben wir wieder aufgelegt. Und auf der anderen Seite aber auch auf das Impfen pochen. Und darum war es mir immer wichtig, dass die Impfpflicht auch mit dabei ist. Das ist ein ganz wesentliches Instrument, um aus diesem Kreislauf auszusteigen. Nur das Impfen hilft uns. Und ich habe mir jetzt die Zahlen von der letzten Woche angeschaut und wir sehen schon, wir haben 653.750 Impfungen und davon ist nicht alles der Drittstich, ein Großteil, aber wir haben immerhin 190.000, die sich den Erst- oder Zweitstich abgeholt haben. Und wir müssen jetzt da dranbleiben, nur das Impfen hilft. Das sehen wir ja auch in Ländern wie Frankreich. In Frankreich zum Beispiel hat sich Le Pen impfen lassen, hat das Foto veröffentlichen lassen. Dadurch unterscheidet sich auch Österreich von Ländern wie Frankreich, weil hier einfach die FPÖ gegen das Impfen auftritt. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Das sollten wir nicht vergessen. Und darum möchte ich wirklich alle aufrufen, zum Impfen zu gehen und mich auch bei jenen bedanken, die sich jetzt da auf den Weg gemacht haben und das Impfen in Anspruch nehmen, auch in Vorarlberg.